Hallo und herzlich willkommen, meine Mexikanerfeinde. Heute geht es mal um den Wahlsieg Trumps am 6. November 2024, als er wieder zum nächsten Präsidenten gewählt wurde. Ja, darüber wollen wir heute mal sprechen. Und als erstes wollen wir mal darüber reden, warum Trump denn überhaupt gewählt wurde. Was würdest du dazu sagen? Ja, also Trump wurde ja sehr eindeutig gewählt. Nicht nur hat er die Präsidentschaft gewählt, er hat auch die als lange Zeit als Republikaner den Public Vote gewonnen, also die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Und er hat gleichzeitig die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus für Sicherung, so wie es aussieht. Es sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt. War das jetzt überraschend, wie wir vielleicht glauben könnten, wenn wir dem ÖR folgen? Ja, ich würde sagen, eher nicht. Es gab eine Menge an Faktoren, die sich eigentlich zum extrem günstig für den Trump ausgewirkt haben. Das eine ist natürlich, dass die Gegenseite mitten im Wahlkampf den Kandidaten wechselt. Das war ja wirklich der absolute Home Run. Und das zweite ist natürlich, er hat eigentlich auch eine gute Kampagne gemacht, weil er die Themen angesprochen hat, die wahlentscheidend waren. Also seine Themen waren Inflation, Migration und Frieden. Und das scheinen auch die Themen gewesen zu sein, die auch wirklich die Amerikaner umtreiben. Ja, also wir müssen vielleicht noch dazu ergänzen, dass also was halt auch nochmal die Wahl von Trump jetzt, glaube ich, so besonders macht, ist, dass er auch alle Swing States geholt hat. Also jeden einzelnen Battleground State hat er geholt, was dann dazu führt in meiner Wahrnehmung, dass Harris nicht einfach nur besiegt, sondern komplett zerlegt wurde. Also das war eine noch krachendere Niederlage als damals von Hillary Clinton, die auch in Deutschland wieder keiner vorhergesehen hat, wie du gesagt hast, Rom. Und das hatte, glaube ich, so keiner auf dem Zettel. Ich glaube, auch die Trump-Unterstützer haben nicht mit allen Swing States gerechnet. Vor allen Dingen nicht, weil Trump ja deutlich weniger Geld auch ausgegeben hat. Also ich glaube, Kamala Harris hat 500 Millionen Dollar, also Zahl ohne Gewähr, mehr ausgegeben als Trump und wurde auch von deutlich solventeren Spendern unterstützt als Trump und deutlich mehr Spendern vor allen Dingen als Trump unterstützt. Was auch ungewöhnlich ist. Also sehr oft gewinnt ja der Kandidat, der die größere Wahlkampfkasse hat. Ja, also Harris hatte, also ne, bei Trump wird immer auf Musk sich bezogen. Ne? Musk hatte ordentlich Geld für Trump ausgegeben, aber auch auf, also ich meine, es ist halt auch so, dass viele Milliardäre sehr viel Geld für Harris ausgegeben haben. Und man muss halt einfach sagen, dass sie dieses Geld nicht gut genutzt hat und halt einfach eine ziemlich schlechte Kampagne gefahren hat. Also es war, also sie hat jetzt halt diese wichtigen Themen, wie zum Beispiel Wirtschaft, eben Inflation etc., hat sie eben nicht wirklich sich durchsetzen können und war auch schwer, weil ich meine, sie war halt Vizepräsidentin für jahrelang und dann kam sie halt so mit so Dingen wie, ja, man müsse jetzt Price Gouging stoppen und dass halt die bösen Unternehmen alle schuld sind daran und ja, okay, wieso hast du das die letzten 3,5 Jahre nicht gemacht und außerdem würde das sowieso nicht funktionieren, beziehungsweise würde das nicht das gewünschte Ziel erreichen. Das bedeutet also, ja, sie hat letztendlich einfach keine gute Kampagne gefahren und dagegen konnte sich eben Trump durchsetzen, auch mit relativ einfachen Messages, ne? Also der musste da jetzt nicht sonderlich hochkomplex werden, um jetzt die Leute überzeugen zu können. Und hat es vor allen Dingen auch geschafft, kommunikativ eine Ebene, glaube ich, zu vielen Wählern zu finden, was Kamala Harris irgendwie nicht so richtig gelungen ist. Also ich fand, so eines der prominentesten Beispiele war, wie Trump sich in dieser McDonald's-Foto-Op ablichten lassen. Was natürlich, klar war das staged, aber das ist in den USA, ich glaube, von nachrangiger Bedeutung. Und dann später als Biden Teile der Trump-Wählerschaft, glaube ich, als Garbage, als Müll bezeichnet hat, wie er da mit Müllmann-Uniform im Müllwagen zu einem Wahlkampfauftritt gefahren ist. Absolut irgendwie, ja, eigentlich Wahlkampf fast ausschließlich, man hat den Eindruck, für so akademische Küstenstadtbewohner gemacht hat. Also ich glaube, man fängt in den USA einfach relativ wenig Stimmen, wenn man im Kaschmiranzug auf dem Vogue-Cover sitzt. Ja. Ich glaube, das zieht einfach nicht. Ja, also man sieht das ja auch an den Ergebnissen. Also du hast letztendlich, dass eben Leute, die eben college educated, also praktisch auf der Uni waren, dass die eben Harris gewählt haben und dass die Leute, die nicht college educated sind, eher eben Trump gewählt haben. Und das war
Also 19, also es hat sich letztendlich über auch über die letzten Jahre und Jahrzehnte auch komplett gedreht. Also 1996 war das noch so, dass halt ja die die Republikaner eher besser gestellt waren, also ein höheres Einkommen hatten und die Demokratenwähler eher ein geringeres Einkommen. Und das hat sich jetzt mittlerweile komplett gedreht. Dazu hat man auch noch, dass eben die ganzen ja, Minority Groups, ja, also die Schwarzen, Latinos etc., die normalerweise eben hauptsächlich für die Demokraten stimmen, dass die eben schon sehr Richtung Trump gegangen sind in dieser Wahl. Das bedeutet eben auch, dass wieder ja, Trump diese Wähler eben überzeugen konnte und Harris eben nicht. Ja, also was wirklich beeindruckend war, dass wirklich Trump konstant starke Bilder produzieren konnte. Also wie gesagt, das mit den Müllmann, das mit den McDonalds. Der Anschlag, muss man natürlich auch erwähnen, hat starke Bilder produziert, auch wenn das jetzt keine Kampagne war und eher tragisch zu sehen ist. Während Harris' Wahlkampf komplett langweilig war. Also stand irgendwie vor irgendwelchen Podien, hat sich ablichten lassen, aber ja, es hat so die Kreativität und die Verspieltheit, die bei Trump gegeben war, gefehlt. Ja. Ja, und Kamala Harris ist halt auch mit einer super schwachen Plattform irgendwie angetreten. Ne? Auf der einen Seite diese jetzt mal kein Amtsbonus, also als Amtsinhaber hast du ja häufiger irgendwie so ein Polling Advantage, sage ich mal. Den hatte sie jetzt nicht, weil sie wurde für die desaströse Lage für viele amerikanische Haushalte ja mitverantwortlich gemacht als Vizepräsidentin. Und dann hat sie sich halt auch komplett auf diese Identity-Politics-Schiene verlegt, also beziehungsweise ihre Wahlkampfplattform hat sich darauf verlegt. Also sie als schwarze Frau, die jetzt erstmalig Präsidentin werden kann, das hat selbst in den Minority Groups nicht richtig gezogen. Also die, insbesondere bei den Hispanics, bei den Latinos, hat Trump ja massiv Land gut gemacht. Ich glaube, der hat 10 Prozentpunkte mehr geholt als in der Wahl davor. Und hat insbesondere auch die wirklich armen Latinos, also arm in Anführungszeichen, für amerikanische Verhältnisse arm, also die mit einem Haushaltseinkommen kleiner als 50.000 Dollar und die Reichen mit einem Haushaltseinkommen von 100.000 Dollar oder mehr gewonnen. Also da hat er tatsächlich auch die Mehrheit geholt. In den anderen Gruppen hat er verloren, aber im Vergleich hat zu der Wahl davor massive Zugewinne gehabt. Das ist schon bemerkenswert. Also die armen Latinos haben mehrheitlich für Trump gestimmt, obwohl Trump durch anti-hispanische Wahlkampfauftritte ja fast ausschließlich in den Medien dargestellt wurde. Also ich meine, man hat ja auch mit Harris, dass sie immer gesagt hat, ja, sie wuchs in der Mittelklasse auf, was dann ja letztendlich irgendwann auch zu Meme wurde. Also es hat halt irgendwann keiner mehr ernst genommen. Also das heißt, wenn Friedrich Merz sagt, dass er Mittelklasse ist. Das ist totaler Käse. I grew up in the middle class. Da hat Kamala Harris mindestens 10.000 Mal pro Tag gefühlt, ja. Also es konnte dann irgendwann auch keiner mehr ernst nehmen. Also. Ja, das gibt es aber natürlich auch einen Faktor, der mit Trump die Lage sehr positiv beeinflusst hat. Und das ist ja so eine Tendenz von den Strategien der Parteien, dass sie bei den Wahlen eher einen gemäßigten Kandidaten aufstellen. Und um das auszugleichen, um wieder ihre gesamte Basis zu mobilisieren, nehmen sie dann einen Running Mate dazu, der etwas extremer ist. Und das war jetzt bei beiden weitere Kandidat die Harris. Ja, ist auch von ihren Abstimmungsverhalten, glaube ich, irgendwie die zweitlinkeste Abgeordnete gewesen. Ja, stimmt. Und so jemand hat natürlich ein Problem, dann die Mitte zu mobilisieren und für sich zu gewinnen. Und jetzt hätte man überlegt, okay, diesmal könnten sie das umdrehen und einen gemäßigteren Kandidaten aufstellen, aber der Tim Walz oder wie der heißt, der ist ja genauso schlimm, wenn nicht schlimmer als die. Tampon vor allem kompetent. Die wirkt wie ein Clown. Ja, also ich auch, also so letztendlich auch die komplett. Also dieser J.D. Vance, da muss man schon sagen, also der wirkte für mich jetzt halt deutlich, ich sage jetzt mal, intelligenter als Trump auch. Ich würde sagen, also wenn das Ticket praktisch nicht Trump-Vance, sondern Vance-Trump gewesen wäre, wäre die Wahl noch deutlicher ausgegangen. Gut möglich. Also Vance, finde ich persönlich, wirkt so ein bisschen creepy. Also ich finde den irgendwie so, der hat irgendwie was, schon was Weirdes, wie er die Demokraten dann auch Wahlkampf gegen ihn gemacht haben.
Aber er ist auf jeden Fall deutlich intelligenter als Trump, deutlich besser auch darin, seine politischen Ideen glaubwürdig zu präsentieren, als Trump das kann. Was Trump jetzt aber auch nicht davon abgehalten hat, sich auch kritischeren Interviews herzustellen, was Kamala Harris zum Beispiel komplett vermieden hat. Kamala Harris hat ja überhaupt lange Interviews, die, sage ich mal, länger als eine Stunde gehen, abgeblockt und dann auch eher freundlich gesinnte Hosts zugelassen, die dann auch entsprechend freundliche Fragen gestellt haben, während Trump sich stundenlang bei Joe Rogan hingesetzt hat oder bei Lex Friedman und da zum Teil auch kritische Fragen gestellt bekommen hat, die er dann auch so lala gut nur beantwortet hat. Aber ich glaube, im Wahlkampf wurde auch gutiert, dass er sich da erstmal überhaupt hingesetzt hat. Ja, und also selbst die Interviews, die Harris gemacht hat, da war sie, ist sie jetzt auch nicht so sonderlich positiv aufgefallen, sage ich mal. Während Trump halt ja in eben diese riesigen Podcasts, so, also ja, Lex Friedman und insbesondere Joe Rogan, also ich meine, das haben mehrere 10 Millionen gesehen. Also es hatte dann schon auch einen Impact und war eben halt auch für ihn gut im Wahlkampf, während Harris diese Option, sage ich mal, jetzt mal nicht genutzt hat. Und also man muss halt auch sagen, dass es wahrscheinlich gut war, dass sie es nicht genutzt war für sie jetzt, weil sie eben, also sie kam jetzt nie so rüber, als würde sie in solchen Settings jetzt gut abschneiden, weil sie eben in den ganzen Interviews von whatever, ich weiß nicht, ABC war sie zum Beispiel, glaube ich, da hat sie jetzt halt auch nicht so diesen super tollen Eindruck gemacht. Ja, dazu noch zwei Dinge. Das eine ist, Trump musste das mal auch machen, um den Eindruck entgegenzuwirken, dass er zu alt ist, dass er nicht mehr fit ist. Weil das war ja auch ganz lustig, dass da auf einmal ein Punkt wurde, nachdem der Biden abgetreten ist. Und zu demonstrieren, dass er tatsächlich noch die Fitness und die Ausdauer hat, um sich kritischen längeren Interviews auszusetzen. Und das Zweite ist natürlich, dass was ein bisschen aus dessen Muster gefallen ist, war jetzt die Debatte zwischen Trump und Harris, wo die meisten sagen, dass Harris fitter gewirkt hat, aber das zu einem Grad, wo man vermutet hat, dass die Fragen zu Harris durchgestochen wurden. Ja, also ich meine, sie hat sich halt auch enorm gut vorbereitet, ne? Also sie wurde, glaube ich, 5 Tage lang vorbereitet darauf und hat, also wenn ich mich jetzt nicht täusche, hat sie 5 Tage davor eben keine andere Veranstaltung gehabt und hat sich nur auf diese Debatte vorbereiten lassen. Also das bedeutet, also es könnte halt auch sein, dass sie halt alle möglichen Fragen darauf vorbereitet war. Und dann konnte sie halt letztendlich so ziemlich auswendig gelernte Antworten halt geben. Was jetzt Trump, also der ist halt so ziemlich, ich sag jetzt mal, off the cuff, ja, also der sagt, was ihm gerade in den Sinn kommt, und bereitet sich auf sowas, glaube ich, nicht so extrem vor, wie jetzt zum Beispiel Harris. Aber das konnte sie, also dass sie halt praktisch irgendwelche vorgefertigten Talking Points übernimmt und dann eben die wiedergibt in einem zumindest halbwegs überzeugenden Art und Weise, das konnte sie. Und da hat sie ja nochmal davon profitiert, dass Trump nicht mehr seinem A-Game aus dem 2016er Wahlkampf fähig ist. Also 2016 war Trump, als es heute ist, der war schnell auf den Füßen, schnell im Kopf, der war schlagfertig, der war unfassbar lustig. Der hat schon da an der Stelle abgebaut. Also der war in diesem Wahlkampf, in den Debatten längst nicht so gefährlich wie 2016 in meinen Augen. Ich meine, unironisch war ja die Antwort von Hillary Clinton, wo Hillary Clinton sagt, dass es sehr gut wäre, dass Trump mit seinen Launen in den USA keine Gesetze machen dürfte und er einfach sofort antwortet, ja, weil du dann im Gefängnis sitzen würdest. Das war ein absolut ikonischer Burn, den er da verteilt hat. Und das würde der heute nicht mehr hinbekommen. Ja, wobei ich schon glaube, dass Trump im Endeffekt von der Debatte profitieren konnte. Nicht, weil er von kompetenter gewirkt hat, das hat wahrscheinlich eher die Harris, sondern weil er die besseren Themen setzen konnte. Ohne dabei wirklich ins Risiko zu gehen. Also er konnte über Inflationslage reden, ohne in irgendeiner Art und Weise dafür verantwortlich gemacht zu werden. Und wenn man mal ehrlich ist, die aktuelle Inflation, die ist auch ein Resultat seiner Wirtschaftspolitik. Auch er hat die Märkte mit Geld geflutet in Reaktion auf die Corona-Krise. Er hat da überhaupt keine Ausnahmen gemacht. Und er ist auch genauso beteiligt gewesen an den Teuerungsraten, die dann die beiden Regierungen hatte. Also die Kritik, die muss er sich schon gefallen lassen. Also so wie man Milei jetzt nicht verantwortlich machen kann für die peronistische Misswirtschaft, kann man Biden und Harris
auch nicht 100% der aktuellen schlechten Lage in den USA anlasten. Aber auch das haben sie irgendwie nicht rübergebracht. Also jetzt Biden und Harris, dass der Trump da jetzt, ich sage jetzt mal, zumindest eine Teilschuld dran hat. Ja, also das. Nee, dafür müssen sie sich mit Wirtschaft auskennen. Ja, die Frage ist natürlich, ob es auch zu intelligent wäre, wenn sie praktisch den Leuten verraten, wie das mit der Druckerpresse funktioniert. Ja, genau. dann kam halt eben so dieses Price Gouging, ja, also greedy corporations und so, ja, also die geizigen Unternehmen kommen und machen einfach so die Preise hoch. Warum sie das davor nicht gemacht haben, also sie sind einfach ganz plötzlich geizig geworden, davor waren sie das nicht. Das blieb dann unerklärt, ja, und dann ja, hat man sich das halt irgendwie so ein bisschen so hinerklärt, dass man dann irgendwie dazu gekommen ist, ja, das sind jetzt die greedy corporations und nicht irgendwie, ja, die Politik halt. Also es wurde nicht gut drüber gebracht, beziehungsweise wir hatten jetzt keine gute Erklärung dafür, warum jetzt man jetzt sie wählen sollte, um eben die Inflation zu verhindern bzw. verringern. Wobei ich glaube, mittlerweile ist die Inflation ja gar nicht mehr so schlimm. Aber es ist halt eben, dass sie in den Jahren davor so relativ stark angestiegen sind und die Leute halt noch praktisch, ich sag jetzt mal, die Preise von 2019 im Gedächtnis haben. Und so dieser Vergleich ist halt dann eben schon enorm, also weil es eben lange diese 2% Ziel, sag ich jetzt mal, eben nicht eingehalten wurde und man da eben noch die Nachwirkungen davon spürt. Ja, die Frage ist halt, inwiefern die Löhne sich auch angepasst haben. Wenn das nicht der Fall ist, dann sind natürlich viele Leute dauerhaft schlechter gestellt worden. Meine Inflation, das würfelt das ganze Lohngefüge nochmal kräftig durch, so dass es viele Gewinner und Verlierer gibt. Ja, sieht man ja auch bei Milei, ne? Also es war halt auch am Anfang so, dass halt die Inflation eben so riesengroß war und dann eben aber durch seine Politik immer geringer wurde, aber trotzdem sind halt enorm viele Leute sehr arm geworden oder beziehungsweise ist halt das Einkommen zumindest am Anfang geschrumpft, weil eben die Inflation einfach so 25% war und da eben die Inflationserwartungen noch nicht richtig angepasst waren. Und jetzt mittlerweile seit April eben steigen jetzt die Reallöhne auch wieder, also beziehungsweise die Löhne steigen eben schneller als die Inflation. Und ja, das sind halt immer so Effekte, die bei so einer Inflation kommen, insbesondere wenn die halt so ein bisschen unerwartet ist. Wie jetzt eben in den USA. Also es war jetzt nicht, ich sage jetzt mal, Jahre vorher vorhersehbar, dass da jetzt eben so eine Inflationswelle kommt, die dann eben ja doch relativ plötzlich war. Also vielleicht ein paar Monate davor konnte man das schon sehen, aber jetzt eben nicht so. Man konnte sich jetzt nicht lange darauf einstellen. Gut, ich glaube zu sehen. Vielleicht noch ein Aspekt, auf den man eingehen könnte, glaube ich, was noch ganz wichtig wäre, jetzt haben wir darüber gesprochen, welche Themen Kamala Harris nicht platzieren konnte. Kurz angeschnitten, auf welcher Plattform sie unterwegs war. Ich glaube, man kann auch mal herausstreichen, dass, glaube ich, so die zwei Kardinalfehler in ihrem Wahlkampf waren auf der einen Seite, dass sie sich unfassbar viel an Trump abgearbeitet hat. Also diese Argumentation wählt mich, denn ich bin nicht Trump, war ganz prominent platziert. Und dann jetzt gerade in den letzten Wochen des Wahlkampfs diese Fokussierung auf Reproductive Rights, also diese ganze Abtreibungsnummer, Frauenrechte, was sich ja irgendwie nach dem SCOTUS-Ruling, wo Roe vs. Wade aufgehoben wurde, eigentlich als Luftnummer entpuppt hat. Also die politische Realität sieht ja so aus, dass selbst wenn Trump jetzt vorhätte, die nationalen, also selbst wenn Trump wollen würde, in den ganzen USA Abtreibung zu verbieten, könnte er es nicht wegen dem SCOTUS-Ruling, in dem Roe vs. Wade aufgehoben wurde, weil dort ja klar festgeschrieben wurde, dass auf Ebene des Weißen Hauses nichts geregelt werden darf, was nicht die Bundesstaaten regeln dürfen bzw. sollen und deswegen die Bundesstaaten für die Regelung der Abtreibungsgesetzgebung zuständig sind. Okay. Und auf dieser Plattform haben die versucht, Wahlkampf zu machen und es stellt sich doch heraus, dass den meisten amerikanischen Frauen die Preise im Supermarkt wichtiger sind als die Zugänglichkeit von Abtreibungskliniken. Und dann muss man auch noch sagen, also ich meine, Harris hatte dann auch so ein paar, ich sage jetzt mal, Werbekampagnen, die halt so komplett, ich sage jetzt mal, nicht den Zeitgeist, sage ich jetzt mal, getroffen haben. Ja, also sowas wie zum Beispiel, oder die so ein bisschen ja verzweifelt irgendwie wirkten. Also sowas wie dieses, ja, ich werde für Schwarze, werde ich Marihuana legal machen oder so, ja. Ich werde für Schwarze, werde ich jetzt 20.000 Euro, damit sie ein Unternehmen gründen können, geben. Ja, also es ist,
Und dann auch noch am Ende kam dann dieses, deine Wahl ist geheim, ihr könnt, also dein Mann wird es nicht wissen, dass du die Gute, die die Frauen respektiert, gewählt hast. Ja, also dass eben so diese, ja, den Frauen ihre eigene, ich sage jetzt mal, Autonomie abgesprochen wurde letztendlich, dass sie eben Trump nur wählen, weil eben der Mann das auch macht und ihnen halt sonst, ich sage jetzt mal, ein paar aufs Maul gibt, wenn sie eben nicht auch Trump wählen. Und da muss jetzt Harris kommen und jetzt in ihrer Wahlkampagne die Leute darüber informieren, dass der das ja gar nicht wissen wird und sie also trotzdem Harris wählen können und dann dem Mann aber sagen können, ja, sie haben gut Trump gewählt. Ja, also sowas zieht einfach nicht. Und was Harris auch nochmal, fällt mir gerade ein, auch nochmal viele Stimmen gekostet haben dürfte, ist der Nahostkonflikt. Die amerikanische Linke ist massiv gespalten zwischen einem Pro-Israel und einem Pro-Hamas-Lager. Und das hat es Harris extrem schwer gemacht, da einen Standpunkt zu beziehen. Tendenziell ja eher pro-Israel, so wie die amerikanische Administration ja traditionell eingestellt ist. Das hat ihr gerade bei den, ich sag mal, der jüngeren Demographic, also so College-Studenten, massiv Stimmen auch nochmal gekostet. Also da gab es mehrere Kampagnen, die dazu aufgerufen haben, die Wahl zu boykottieren und nicht Kamala Harris zu wählen. Ja, ich hatte dann aber auch was gesehen, so von Mark Ruffalo, also einem Schauspieler, der eben dann erzählt hat, ja, man solle die ja trotzdem wählen, weil wenn sie dann im Office ist, dann könne man sie ja immer noch überzeugen und Trump ist halt der Hitler praktisch und da ist es dann zu spät. Da ist es dann, ja, da ist es dann, ja, auch diese ganzen Celebrity-Endorsements, ja, von irgendwelchen Schauspielern oder Sportlern, was auch immer, ja. Also Ricky Gervais hat da, glaube ich, ein ziemlich gute Parodie drauf gemacht, ja, wo er halt so gesagt hat, ja, hallo, ich bin Ricky G, Wellness- und Beauty-Influencer und als Celebrity weiß ich natürlich ganz viel über alles Mögliche, zum Beispiel über Wissenschaft oder Politik und deswegen solltet ihr mir vertrauen, wenn ich euch sage, wen ihr wählen sollt und wenn ihr nicht den wählt, den ich will, dass ihr wählt, dann macht mich das sehr traurig und wütend und ich werde das Land verlassen und das wollt ihr nicht. Und ja, also ich meine, jeder, der irgendjemanden wählt, weil irgendein Celebrity gesagt hat, hey, wähl den, dem gehört das Wahlrecht entzogen. Also es ist wirklich der schlechteste Grund, jemanden zu wählen, den du dir überhaupt vorstellen kannst. Also irgendwelche Leute, die komplett in irgendeiner abgekapselten Celebrity-Bubble drinne sind und halt keine Ahnung haben, was im Land so vor sich geht und auch sonst keine Ahnung von nichts haben, wegen denen dann irgendjemanden zu wählen, das ist halt komplett absurd. Ja, also lass es einfach. Vor allen Dingen ist es halt auch ein bisschen widersprüchlich. Du kannst nicht sagen, dass die Unterstützung von Elon Musk für Trump daraus resultiert, dass Musk ja so reichenfreundliche dass Trump so reichenfreundliche Politik macht und Musk davon profitiert. Und gleichzeitig sagen, nee, dass die ganzen reichen Schauspieler für Kamala Harris sich aussprechen, hat natürlich nichts damit zu tun, dass Kamala Harris Politik für die Reichen macht. Naja, ich denke, den Doppeldenk, den kriegen die schon hin. Ich glaube, das war tatsächlich noch eine ihrer erfolgreichsten Kampagnenoperationen, aber das war halt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, also ich würde sagen, so ziemlich zusammenfassend kann man sagen, dass Harris halt einfach eine enorm schlechte Kampagne gefahren hat und Trump halt, ja, es sehr einfach hatte, damit umzugehen. Naja, sie war halt eigentlich die falsche Person für den Job, weil sie in ihren Positionen zu radikal war. Deswegen konnte sie nicht die besseren Themen setzen. Es wäre interessant gewesen, wenn die Demokraten tatsächlich eine Vorwahl gemacht hätten. Dann wäre es sicher nicht Harris, ihr Präsidentschaftskandidat gewesen, sondern eine gemäßigtere Position Person und auch eine kompetentere Person. Die hätte wahrscheinlich dann Trump tatsächlich gefährlich werden können. Ja, dann wären wir zu den Faktoren, die zu treffen durch. Und dann wäre es mal interessant, sich anzuschauen, was man aus der Reaktion der Linken wählen könnte. Also meine Sache, die wir schon angesprochen hatten, waren ja, dass eigentlich die Demokraten tatsächlich die Tendenz hatten, wirklich die Versuch, die Familien zu spalten, um ihre Position da durchzusetzen. Und das ist auch eine Tendenz, die sich nach der Wahl fortgesetzt hat, dass jetzt sehr viel versuchen, nicht irgendwie ihre Fehler zu analysieren, sondern zu versuchen, wer hat jetzt die Schuld dafür, dass die Wahl gescheitert ist. Ja, es waren die Latinos,
weil die nicht genug für Harris, also eben letztendlich wird da eben ziemlich nach Rassen auch analysiert, dass die eben nicht genügend Harris gewählt haben. Ja, auch Frauen haben nicht genügend Harris gewählt, weiße Frauen nicht, und auch schwarze Männer haben nicht so auf die, sind nicht so auf die Harris-Steige gegangen. Also ja, es werden eben Schuldige gesucht, ja. Und du hast dann natürlich auch so diese ganzen TikTok-Videos, wo halt dann irgendwelche geisteskranken, gestörten sie irgendwie im Auto sitzen und halt rumbrüllen und also es ist ziemlich gutes Entertainment. Also das muss man sich mal angucken. Ich meine, die Salzminen sind geöffnet, ja. Also es fließen enorm viele Tränen, ja, das muss man schon sagen. Ja, ja, du hast dieses Brüllheulen von den Linken und dieses Kopium, dass buchstäblich alles schuld ist, nur nicht die politischen Inhalte der Linken. Also es ist alles schuld. Es war Sexismus, es war Rassismus, es war Elon Musk, der hat die Wahl gekauft, auch wenn Kamala Harris viel mehr Geld eingenommen hat, egal, Elon Musk hat die Wahl gekauft. Es war, alles war gegen Harris, aber es lag nicht an den politischen Inhalten, die Menschen nicht überzeugt haben. Das ist so das Kopium, was ich mit am meisten lese. Ja, es ist ja eine Sache, wenn man traurig über die Wahl ist und darüber heult, aber irgendwie ein TikTok-Video davon online zu stellen, das ist ja schon sehr eigenartig. Also vor allem, viel davon muss auch einfach gestellt sein. Also man sieht zum Teil, dass die Leute erstmal grinsen und bevor sie anfangen rumzuheulen oder auch erstmal, okay, ich bin jetzt traurig, normal, jetzt schalte ich mal meine Videokamera an, nehme das auf und jetzt fange ich an rumzuheulen. So muss es ja bei den meisten von den Videos gewesen sein. Ich finde, es ist auch ein Verhalten, das sollte man nicht unterstützen. Ich finde, es ist, es wird sich zu Recht über diese Leute lustig gemacht. Also gerade bei denen es offensichtlich gestellt ist. Also ich meine, stell dir mal vor, du denkst, es ist, also wenn du jetzt wirklich so einen Nervenzusammenbruch hast, ja, stell dir vor, du denkst, es ist eine gute Idee. Okay, pass auf. Okay, scheiße, ich habe jetzt einen Nervenzusammenbruch. Ja, das Erste, was ich mache, ist, ich nehme mir die Kamera, halte mir die in die Fresse und lade das einfach auf TikTok rauf, ja. Junge, was muss schiefgelaufen sein bei dir? Ja, also es ist mir nicht verständlich. Ja gut, du hast halt diese, das sind halt, es ist halt, am Ende ist das halt einfach eine narzisstische Handlung, ne? Also es geht ja darum, Aufmerksamkeit zu kriegen durch einen extrem exaltierten Emotionsausdruck. Und das wird ja auch nochmal gefüttert, indem die Institutionen dieser jungen Linken gezielt auf dieses emotional instabile, narzisstische Gehabe eingehen. Also es gibt ja, weiß gar nicht, ob ihr das wurde in Deutschland, glaube ich, gar nicht so thematisiert, aber es gab Universitäten, die so Mental-Health-Tage infolge der Wahl für ihre Studenten, die geschockt sind von der Wahl natürlich, eingeführt haben, wo man dann gemeinsam in Uniräumen unter Anleitung von irgendwelchen Coaches und Psychologen gemeinsam Kakao trinken konnte oder irgendwie so beruhigende Kinderspiele spielen konnte. Und das den ganzen Tag lang. Vorlesungen sind deswegen abgesagt worden, weil die Leute emotional nicht imstande sind, der Vorlesung zu folgen, weil Trump gewonnen hat. Und dadurch, das ist halt wie so ein Kind, was sich im Supermarkt auf den Boden schmeißt, weil es irgendwie den Schokoriegel haben möchte. Wenn du halt darauf eingehst, dann hast du halt verloren und belohnst du dieses Verhalten. Und genau das passiert institutionalisiert im Moment in den USA. Und das ist etwas, was auf der einen Seite Symptom ist, aber natürlich dann nochmal für sich gesehen extrem problematisch ist, weil das ja diese Geisteskrankheit der Linken, diese linke Psychose, weiter propagiert. Ja, das ist natürlich der Faktor war, der überhaupt dazu geführt hat, dass Leute so denken, ist auch diese völlig realitätsverleugnende Propaganda, die gegen den Trump aufgefahren wurde. Also dass zum Beispiel, dass überhaupt Abtreibung ein Thema ist, obwohl der Bund da nichts mehr zu sagen hat und der Trump auch sich an den Status quo halten will, wurde von den Linken hochstilisiert zu dem, der Trump wird die Abtreibung verbieten und das ist praktisch wie, als wenn man den Frauen ihre Menschenrechte entzieht. Ja, also es ist literary the tale. Ja, also, es ist halt einfach, es wurde halt einfach Panik gemacht, ne? Und das war halt einfach der Wahlkampf, ne? Also Panik gegen Trump. Und jetzt danach ist halt so erstmal noch ein bisschen weiter Panik. Also ich glaube, die glauben das jetzt wirklich, dass halt Trump so ja, Space Hitler, beziehungsweise Amerika oder Orangener Hitler ist. Und jetzt, ja, ihr riesen
ja, Faschismus und so weiter und Demokratieende und Diktatur etc. machen wird. Und jetzt ist erstmal, ich sage jetzt mal ein bisschen Schiss bei Linken eben. Ja, also ich finde es schon extrem problematisch, wenn die bereit sind, sowas zu glauben. Und man hat ja gesehen, dass es Auswirkungen hat an den Anschlägen, die auf Trump versucht wurde auszuüben. Und ja, was auch ganz interessant ist, zum Beispiel Reddit ist voll von irgendwelchen Linken, die komplett fertig sind, weil sie jetzt meinen, jetzt würden wirklich Menschen sterben, weil Trump gewählt wurde. Ja, das wird auf Reddit natürlich auch bestärkt, weil die ganzen Leute so ähnlich ticken. Ja, also ich auf Reddit waren sie halt alle in so einem Echo Chamber. Also Reddit ist eine enormst linke Plattform, wo halt jeder oder wo halt keiner Trump gewählt hat. Ja, und das war denen halt dann nicht bewusst, dass es Leute gibt, die den Trump halt auch gut finden. Und deswegen war man halt, ja, war halt die Wahrnehmung der Realität so verzerrt, dass man damit auch nicht gerechnet hat. Und jetzt gibt es halt auch Leute, die irgendwie auf, also der Subreddit Relationship Advice ist im Moment sehr lustig, weil da, also da geht es eben, ja, da geht es eben darum, dass halt, da kann halt jemand seine Beziehungsprobleme reinschreiben und dann schreiben halt Leute was dazu, was man jetzt machen soll. Und sehr oft ist dieser Tage, also heutzutage nach der Wahl Trumps eben, ja, mein Mann, der kennt einen, der hat Trump gewählt und ja, er sagt mir jetzt, dass es ein Opfer für ihn ist, dass er den nicht mehr ins Haus einladen darf oder so. Und darf, also soll ich jetzt meinen Mann verlassen oder so. Ja, also und der Mann selber hat dann eben auch noch, also der hat Harris gewählt und er findet die Harris gut und mag den Trump nicht, aber er hat halt einen Freund, der den Trump gewählt hat. Und deswegen, ja, sagt er jetzt, okay, ich habe jetzt ein Opfer gemacht dafür, dass ich jetzt diesen Freund aus dem Haus ausgeschlossen habe. Ja. Und hat dann so absurde Geschichten, so, dass man eben so eine komplette Spaltung der Gesellschaft letztendlich herbeiführen will. Auch bei Linken, ja, und dass man eben, der Trump-Wähler, das sind jetzt dumm und böse und der Feind, ja. Was immer, also jetzt so eine Metadiskussion will ich jetzt nicht lostreten, aber es ist einfach krass, was Politik mit Menschen macht. Jetzt mal losgelöst von der politischen Ausrichtung, ob links oder rechts, aber Politik entfremdet Menschen, die sich lieben, entfremdet Familien voneinander und führt zu Hass. Für mich auch eines der stärksten Argumente gegen Politik an sich, an und für sich. Es sollte keine Politik geben. Ja, definitiv. Das ist schon ein Punkt, den es wert ist, zu vertiefen. Also es gibt tatsächlich auch Spinner, die meinen, man müsste jetzt anfangen, die Trump-Wähler zu töten. Was in einer Demokratie eine gewisse Rationalität hat. Aber es ist zu spät. Es ist, also ich finde das halt einfach nur irgendwie bedrückend. Also man merkt es ja auch irgendwie im privaten Umfeld. Es gibt halt diesen Hive-Mind irgendwie und wer dagegen verstößt, der wird behandelt wie ein Aussätziger, der wird unter Druck gesetzt, seine Meinung zu ändern. Man traut sich teilweise nicht mit Menschen offen zu reden, weil man Sorge haben muss, dass man wegen so einem Mist am Ende, und es ist einfach Mist, einen Streit vom Zaun bricht und am Ende zofft man sich darüber, welcher Milliardär im Weißen Haus schlafen darf. Und wegen sowas riskiert man zwischenmenschliche Beziehungen. Und das ist einfach etwas, was gesellschaftliches Gift. Noch schlimmer als staatliche Sozialsysteme, glaube ich. Ja, und man muss sich auch bewusst sein, dass das Wahlrecht total unbedeutend ist. Dass dein Wahlgewicht liegt irgendwo bei 1 zu 40 Millionen oder so. Also. Ja, und dein Wahlgewicht ist ja auch an nichts gebunden. Also am Ende hast du ja eine repräsentativen Demokratie, kein imperatives Mandat, sondern ein freies Mandat. Das ist in den USA nicht anders als in Deutschland. Das heißt, selbst wenn du für Kandidat A stimmst und, weiß ich nicht, ein Kumpel von dir für Kandidat B, können beide Kandidaten, unabhängig davon, wer sie warum gewählt hat, am Ende machen, was sie wollen. Also das, du hast, dein Wahlgewicht ist nicht 1 zu 40 Millionen, dein Wahlgewicht ist am Ende 0, will ich damit sagen. Ja, ich meine insbesondere jetzt so bei der Präsidentschaftswahl in Amerika, also ich meine jetzt zum Beispiel in Kalifornien, ist, was du wählst, letztendlich egal. Es werden halt die Demokraten gewinnen, also oder der demokratische Kandidat gewinnen. Und auch in den Swing States, also wenn halt 50,001% den einen gewählt haben, dann gewinnt halt der, ne? Und wenn jetzt eben... Ja, also es wird, also letztendlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt derjenige bist, der das entscheidet, ist halt null letztendlich. Also ich glaube, das gab es so ungefähr einmal in der Geschichte von jemals, dass eben eine Wahl wegen einer Stimme
anders ausging. Und ich meine, insbesondere jetzt bei der auch, war halt auch die Entscheidung deutlicher. Also auch wenn Harris jetzt irgendeinen von diesen Swing States gewonnen hätte, hätte Trump trotzdem noch gewonnen. Also der Abstand war halt einfach viel zu groß. Ja, traurig, dass sich die Leute deswegen so in die Haare kommen, und es zeigt auch, dass die Gesellschaft unreifer wird. Also dass so die Fähigkeit abhanden kommt, mal einen Standpunkt von einer anderen Person zu zumindest mal hypothetisch zu akzeptieren. Das komplette Verständnis fehlt, warum eine andere Person so wählt, wie sie wählt, weil die ganzen Harris-Unterstützer, also die radikalen Harris-Unterstützer, die glauben zum Teil, dass die Trump-Leute, die Latinos und die Frauen so hassen, dass sie Trump wählen, weil er den Frauen und den Ausländern so viel schadet. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Das ist jetzt so eine gesamtgesellschaftliche Regression, ne? Also in so einer unterkomplexe, infantilisierte Welt, wo man kein Konzept davon haben muss, dass man gegenüber eventuell eine überlegte Entscheidung getroffen hat, die ihn dazu geführt hat, zu wählen, was er wählt. Also auch das merke ich im privaten Bekanntenkreis. Die Leute sind völlig überrascht, wenn man sie fragt, okay, was ist denn dein Reasoning? Also was ist denn dein Problem, warum du eher Kandidat A haben möchtest als Kandidat B? Erklär doch mal. Also was hat dich zu dem Schluss geführt? Wofür hast du Angst, dass wenn Kandidat A verliert und Kandidat B gewinnt? Das ist im Moment, so wie ich das sehe, aber auch der einzige Weg, wie man noch normale, relativ konfliktarme Unterhaltungen zu dem Thema führen kann. Trump ist der Böse. Darum geht es eigentlich nur, ne? Also es ist ja ein ziemlich einfaches Weltbild, dass halt Trump jetzt der Schlechte ist. Und gegen den muss man jetzt... Ne? Ich finde es sogar noch irrer. Die sagen, dass Trump bewusst böse ist und dass sich Trump selbst für böse hält. Und die Trump-Unterstützer auch. Aber dasselbe hörst du auch von den Trump-Unterstützern, ne? Also da also du hörst dasselbe auch über Kamala Harris, da hörst du halt auch echt weird shit zum Teil. Deswegen, es macht das Ganze so absurd. Dieses Gegeneinander positioniert werden wegen so einem Mist, das ist einfach nur absurd. Und ich kann nur davon abraten, sich da irgendwie zum Spielball machen zu lassen, weil am Ende reden wir darüber, dass irgendwelche Millionäre Macht bekommen. Und zwar die Macht, die politisch determiniert wird und nicht durch den Markt. Und deswegen ist es grundsätzlich abzulehnen, glaube ich. Ja, also die größte Ironie dabei ist natürlich, dass sich die Trump und Harris in ihrer Politik wahrscheinlich nicht so groß unterscheiden würden. Aber das Thema können wir noch ein bisschen aufschieben, bevor wir da in die Tiefe gehen. Was auch nochmal interessant wäre, ist natürlich die deutsche Reaktion. Also, dass Leute, die nur EÖR gucken, müssen ja vom Wahlergebnis extrem überrascht gewesen sein. Ja, also da gab es ja diese Umfrage, ne? Da hatte Harris, wo die Frage war, ja, wer wird die Wahl gewinnen? Und da hatte irgendwie Harris so 70%. Und also wenn man jetzt zum Beispiel auch die Wettmärkte sich anschaut, die hatten halt so 60% oder so für Trump. Harris war in Deutschland enorm überschätzt. Man hat halt nur Positives von ihr gehört. Und ja, sie hatte jetzt Rekordeinnahmen und Trump, ja, ist der Böse und den werden sie doch nicht nochmal wählen oder so. Und in Amerika hatte man dann halt ein komplett anderes Bild, weil man halt tatsächlich da lebt und nicht nur diese vorgefilterte Version dieses Landes, sage ich jetzt mal, zur Verfügung hat. Ja, es zeigt auch die extreme Bias zugunsten von den US-Linken im ÖR. Also, Trump kann nicht gewinnen, weil er nicht gewinnen darf. Ja, das wurde ja auch immer, also gerade in Deutschland wurde ja, also diese CNN ist objektiver und neutraler als der öffentlich-rechtliche Rundfunk gewesen in der Berichterstattung. Nach meinem Dafürhalten. Was der öffentlich-rechtliche Rundfunk, aber auch Spiegel, Zeit und Konsorten da im Vorfeld des Wahlkampfs für einen Mist wiedergegeben haben, was Trump angeblich möchte oder gesagt hat und was Kamala Harris angeblich möchte oder gesagt hat, das war eigentlich, also mit einem Triple-Digit-IQ eigentlich nicht mehr richtig zu begründen. Da wurden ja zum Teil auch Aussagen von Trump in meinen Augen absichtlich falsch aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Da gab es so diesen genialen, war das die Tagesschau mit den illegalen Aliens? Also Aliens im Sinne von Außerirdischen, anstatt englisch korrekt illegalen Einwanderern das übersetzt zu haben. Also einfach nur wirr und völlig besteuert. Und einige von den Journalisten
wiederholen jetzt den Fehler, den sie 2016 schon mal gemacht haben und kopen sich das Ganze jetzt zurecht und wir werden Wochen und Monate lang nur noch Berichterstattung darüber haben, wie fürchterlich Trump ist. Und das hat mich damals komplett entfremdet von diesen etablierten Mainstream-Medien, weil die ersten 6 Monate nach Trumps erster, oder die ersten 6 Monate von Trumps erster Amtszeit war jeden Tag auf jeder Titelseite und prominent platziert auf jeder Website von den gängigen Medien, was Trump jetzt wieder Schlimmes gemacht hat. Also und es hat sich in 9 von 10 Fällen. Also ich meine, ich muss da sagen, der Muslim Travel Ban. Ich muss da sagen, ich bin dem Herrn Lindner und dem Herrn Scholz sehr, sehr dankbar, dass sie dafür gesorgt haben, dass diese Scheiße ein bisschen so aus den Medien bleibt. Ne? Also ich meine, mit ihrer Ampelkoalition Ende, das war jetzt in den Medien ein bisschen größer als diese Trump-Wahl. Es war in den Medien größer als in den Aktienmärkten. Den Aktienmärkten war das komplett egal. Also an dem Tag, als das passiert ist, ist sogar der DAX auch gestiegen. Das war einfach komplett uninteressant. Naja, die Frage ist, ist der DAX gestiegen, obwohl die Koalition geplatzt ist oder weil die Koalition geplatzt ist? Ich glaube, die Antwort ist obwohl. Aber ne, also es, die handlungsunfähige Regierung kann auch manchmal besser sein als die handlungsfähige, wenn die handlungsfähige Regierung eben unfähig ist. Also, ja. Ja, man muss sich bei der Regierung schon fragen, ob das jetzt Unfähigkeit oder Absicht ist. Also, ja. Gerade bei den Grünen. Ja, lieber jemand Unfähigen, der eben, der ist, sag jetzt mal, nee, lieber jemand Unfähigen, der es schlecht meint, als einen Unfähigen, der es gut meint. So ist es. Also, es ist, ja, okay, aber. Zurück zum Thema Trump, ja, einer Abschweif. Ja, also man hatte eben auch in Deutschland, insbesondere auch beim ÖR dann, also auch komplettes Unverständnis, so wie das auch passieren kann. Und das eben, also man wusste einfach nicht, wie das sein kann, dass Leute Trump wählen. Und das verstehen viele auch nicht. Und ich glaube, viele Leute sind einfach gar nicht fähig zu verstehen, warum Leute jemanden wie Trump oder auch die AfD wählen. Das können die gar nicht. Die ÖR, nur den Auftritt von Caroline Kebekus angucken, dann weiß man, warum Leute die AfD wählen. Die ARD hat ja auch diese Amerika-Korrespondentin, wie heißt die? Ich glaube, die ist Historikerin von der Ausbildung her. Ardent Historian, ja, Annika Borgschmidt. Genau, die bringt auch sehr absurde Takes ziemlich regelmäßig. Also wirklich, wo man sich, wie du schon gesagt hast, wie kann man mit normalen IQ sowas für wahrscheinlich halten? Ja, die nimmt ihre Medikamente nicht regelmäßig, glaube ich. Ja, mit der Rechtskandidatin Kamala Harris. Ja. Ich muss dazu vielleicht auch sagen, dass Annika Borgschmidt ein Buch über die extreme Rechte in den USA geschrieben hat, ohne für das Buch ein einziges Mal in die USA einzureisen. Also rein durch Wikipedia oder Google-Recherche und dem, ich sag mal, großzügigen inspirieren lassen von, ich glaube, 2 oder 3 amerikanischen linken Autoren, hat sie ein ganzes Buch geschrieben und ist seitdem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Amerika-Expertin unterwegs. Ich glaube, das ist auch die einzige Amerika-Expertin, den sie haben. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ist nicht dieser Tevesen oder so, wie der hieß? Der ist doch, wird doch auch, ich glaube, der ist aber im ZDF eher, wird der auch so als Amerika-Experte dargestellt. Und der hat ja auch so, ja, Harris ist im, Harris ist am Steuer und Trump hat eigentlich keine Chance. Ja. Und auch noch in der Wahlnacht, ja, wie Harris jetzt noch gewinnen kann, ne? Ja, die ÖR hat auch an den Endsieg geglaubt, als der Trump schon einen erdrückenden Vorsprung hatte, wo die praktisch nur noch 1 oder 2 Staaten gefehlt haben. Also ich meine selbst, also das war jetzt nicht der ÖR, sondern ich glaube, es war die Zeit, da war es, Trump verkündet seinen Sieg noch bevor alle Stimmen ausgezählt wurden. Da hat jemand das amerikanische Wahlsystem verstanden, ja. Also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der war teilweise wie dieser Propagandaminister von Saddam Hussein, der noch vom Endsieg in die Kamera gesprochen hat, als im Hintergrund schon amerikanische Panzer durch Bagdad fuhren. Ja, das ist... wie der amerikanische Linke, nochmal ein extra Filter drauf. Das ist der ÖR bei uns. Ja, also wirklich. Also der, aber
da sich viele Leute tatsächlich nicht aus englischen oder amerikanischen Primärquellen informieren, sondern das, was die nur das konsumieren, was ihr schlechtes Englisch und ihre, das kriegst du ja im ÖRR präsentiert. Und das zu glauben, führt halt zu wirklich absurden Realitätskonzepten bei den Menschen. Also du zu glauben, dass Kamala Harris mit, das war ja ein, ich glaube die Umfrage, das waren ja 76% von den vom ÖRR, 76% der Befragten glauben an einen Harris-Sieg, das die realen zu grob über die realen Verhältnisse falsch informiert wurdest. Und das liegt halt daran, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk entweder kein Englisch kann oder eine Psychose hat oder beides oder absichtlich falsch informiert. Ja, wobei, also ich meine zum Beispiel, wenn man jetzt das mit dem Übersetzen nimmt, ne, also ich meine zum Beispiel, da war ja auch dieses mit diesem Nord Stream, wo, ne, wie das halt hochgegangen ist und dann kam, ich glaube, Seymour Hersh und hat irgendwas geschrieben, ja, und irgendwas war, they planted bombs. Und dann wurde halt, es wurden pflanzenförmige Sprengköpfe verwendet oder so. Das hat man dann als Übersetzung, ich glaube, in der Tagesschau oder halt irgendwas aus dem ÖRR gelesen. Ja, also es ist, ich glaube tatsächlich, dass da teilweise ein wenig Inkompetenz dabei ist oder eben, dass vielleicht irgendwie mit irgendeinem schlechten Übersetzer oder so gemacht wird. Gut, aber fairerweise muss man sagen, dass die Harris tatsächlich in den Umfragen eine Zeit lang vorne lag, wobei das, glaube ich, mehr so ein Schulzeffekt war. Also dass die, ja, ich glaube, die Umfrageinstitute haben versucht, da irgendeinen Effekt zu modellieren, den es in der Realität nicht gab und der das zu irgendwelchen Artefakten geführt hat in den Ergebnissen. Also es war ja auch 2020, als Harris eben in den Primaries war, und da eben sehr schnell rausgeflogen ist, war es irgendwann am Anfang auch so, dass sie so nach der ersten Debatte oder so ist sie einigermaßen stark gestiegen, ja. Und dann in der zweiten haben sich halt die Leute ein bisschen mehr auf sie konzentriert und dann ist sie halt komplett abgestürzt, ja. Also, oder beziehungsweise ging es halt dann relativ langsam nach unten. Und ja, dann musste sie halt eben ihre Wahl, beziehungsweise ihre Kampagne beenden. Also es ist irgendwie bei ihr schon so, dass am Anfang, so wenn die Leute so nicht richtig vertraut mit ihr sind, dann sagen sie so, ja, also okay, klingt gut. Und dann aber erfahren sie so ein bisschen was über sie und dann geht's halt bergab in den Umfragen, ne? Naja, ich glaube, das Problem ist, dass sie so eine Krypto-Marxistin ist. Also ich glaube tatsächlich, dass sie sehr stark von marxistischen Ideen beeinflusst ist. Also zum Beispiel ihr Wahlslogan, What can be unburdened from what had been oder so ähnlich. Das ist schon so eine Art marxistisches Talking Point. Also praktisch alle Verhältnisse umzuwerfen. Ja, wo würde ich jetzt auch nicht von der Hand weisen. Aber das Ding ist halt, sie ist auf jeden Fall marxistisch beeinflusst, das glaube ich auch. Sie hat auch teilweise einfach nur eine groteske, brutale Anti-Armen-Politik gemacht, oder Amtshandlungen gemacht, insbesondere als Staatsanwältin. Und sie hat ja damals auch gegen Biden in den Primaries 2020 angetreten. Also sie wollte ja damals Präsidentschaftskandidatin selber werden und hat es nirgendwo geschafft, auch nur eine Primary in irgendeiner Art und Weise für sich zu entscheiden und ist dann ohne Ergebnis rausgedroppt. Was es nochmal befremdlicher macht, dass Kamala Harris überhaupt aufgestellt wurde von den Demokraten. Und ich glaube, das war tatsächlich eine Alleinhandlung von Joe Biden. Sehr wahrscheinlich, ja. Weiß ich gar nicht. Ein letztes Fick dich an das Partei-Establishment. Also es war so, also Harris selbst hatte den Biden ja während den Debatten, in einer der Debatten hatte sie ihn bezichtigt, rassistisch zu sein. Ich erkenne ein Muster. Und ist es a racist? Und also ich glaube, dass Harris letztendlich halt so ein DEI-Hire war, ja. Also dass sie letztendlich halt, weil sie eine schwarze Frau ist, eben eingestellt wurde, weil, also ich meine, Biden hatte gesagt, ja, also er wird eine Frau nehmen und dann hatte noch jemand gesagt, ja, es muss eine Schwarze sein und so. Also ich glaube tatsächlich, dass da, dass das der Partei schon gefallen hat. Die Partei hat immer also recht. Sie wurde nicht wegen ihrem Lebenslauf genommen, weil sie halt
naja, nichts vorzuweisen hat, was man irgendwie politisch ausschlachten könnte. Ich glaube, man hat sie als schwache Vizepräsidentin eingestellt, die halt die entsprechenden Minority-Trigger drücken sollte. Das hat sie, glaube ich, auch halt. Aber es macht dann überhaupt keinen Sinn, dass man sie als Präsidentin nominiert hat, in meinen Augen. Ich glaube nach wie vor, dass er nicht abgestimmt mit der Partei. Das hat Biden in Eigenregie gemacht. Und dann konnten die Demokraten davon nicht mehr abtreten, weil sie dann Biden endgültig sabotiert hätten. Weil, ich meine, also ich glaube tatsächlich, dass Biden sehr viel besser abgeschnitten hätte als Harris. Also ich weiß nicht, ob er gewonnen hätte gegen Trump, also jetzt 2024, aber ich glaube, wäre trotzdem besser gewesen als Harris. Also sein Gehirn ist zwar Matsche, aber also lieber hast du halt einen mit Gehirn als Matsche als so eine, ne? Ich glaube mittlerweile, du hättest auch ein Bild mit ChatGPT generieren können und dann irgendwie so eine AI-Voice irgendwie so ein Intro to Political Science Buch einfach einsprechen lassen können und das hätte gewonnen. Wobei, also ich meine... In Japan gibt es ja tatsächlich so virtuelle Celebrities. Ja, sowas hätte gegen Trump gewinnen können. Oder zumindest besser abschneiden können als Harris. Da gab es ja jetzt kürzlich so eine Rede auch von ihm. Ich weiß nicht, wann das war, aber es war sehr kurz nach der Wahl, wo er halt dann ja, Trump praktisch gratuliert hat. Und also da war er so komplett da, ne? Also ja. Es gab so seit Jahren keine Rede, glaube ich, wo er so komplett da war. Aber bei dieser Rede war er komplett da. Ja, der war 10 Jahre jünger, der war fit, kein Stottern, keine Wortfindungsschwierigkeiten, kein Genuschel, was er ja auch gemacht hat, dieses Spacing Out, wo er dann irgendwann einfach nur noch in die Gegend gestarrt hat. Nichts davon war mehr zu sehen. Das war schon auffällig. Also ne, es war halt auch oft so, er hat halt irgendeinen Gedankengang angefangen, ja, und dann hat er, egal, ja, rede ich jetzt über was anderes. So. Ja, das hat er jetzt halt gar nicht. Ja, sehr mysteriös, aber da kann man trefflich darüber spekulieren und die wildesten Verschwörungstheorien drum stricken. Weil man sicher halt nicht der Mossad. Wahrscheinlich war es der Mossad, genau. Dann könnten wir noch über den Ausblick reden. Was bedeutet denn jetzt, wenn Trump Präsident wird? Was bedeutet das für die USA? Was bedeutet das für die Menschen in den USA? Aber auch, was bedeutet das für den Rest der Welt? Bricht der Globalfaschismus aus? Oder wird am Ende doch eigentlich alles so wie immer? Also ich habe da jetzt, ich sage jetzt mal zwei Thesen dazu. Es wird weniger schlimm, als manche glauben. Und es wird weniger gut, als manche glauben. Also, meine Thesen. Ja, schon. Also halt, es wird so ein bisschen lauwarm. Also auf der einen Seite glaube ich halt nicht so an diese Diktatur-Ding, aber jetzt halt so mit seinen Tariffs, also beziehungsweise mit seinen Zöllen, halte ich halt auch nicht viel von. Also wir haben ja den Vorteil, dass er schon mal Präsident war und da hatte er enttäuscht. Also er war absolut mittelmäßig. Im Gegensatz zu dem, was er versprochen hat, war das eigentlich eine Fortsetzung von der Politik, die bis dahin auch da gewesen ist. Ja. Also ich meine, er hat jetzt ja auch irgendwie anderes Personal, sage ich jetzt mal. Ja, also ich meine, irgendwie Elon Musk wird vielleicht irgendwie mitmachen. Und der ist auch scheinbar, also laut Aussage von Javier Milei, mit dem argentinischen Minister für Deregulierung in Kontakt. Also irgendwie ist das ist schon eine ziemlich geile Position, die du haben kannst. Ja, also Minister für Deregulierung, also du bist letztendlich halt der die Scheiße aus dem Staat rausschmeißt, sage ich jetzt mal. Für sowas haben wir in Deutschland tatsächlich ein Sowjet, das nennt sich Normenkontrollrat. der funktioniert aber nicht so gut, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Ja, also Ministerium für Deregulierung, also allein schon der Name ist so geil, ja. Aber auf jeden Fall, also er hat halt eben, also Trump hat halt jetzt anderes Personal und ich glaube... Das deutlich weniger radikaler ist als das Personal, was er am Anfang von 2016 hatte, von seiner ersten Amtszeit. Also es gibt keinen Balance in dieser Regierung von der Radikalität her. Ja, aber andererseits sind, glaube ich, auch viele Etablierte nicht mehr drin. Also gerade was die Außenpolitik angeht. Also ich glaube zum Beispiel Pompeo. Ja, genau. Den hat er, ich glaube, erst mit heute drin. Oder gestern oder so hat er gesagt, nee, der macht nicht mehr mit. Genau, diese, wie heißt sie, Haley? Nikki Haley, Nikki Haley, die Botschafterin bei der UN, die ich tatsächlich so von meiner Wahrnehmung her ganz okay fand. Die ist auch nicht mehr dabei, Pompeo ist dabei, aber Richard Grenell ist dabei, der ja großartig war, als US-Botschafter die Deutschen zu trollen. Das wäre geil, wenn er das immer noch mehr macht. Er soll angeblich Beauftragter für den Ukraine-Krieg werden.
Ich glaube, dass das die Make-or-Break-Sache sein könnte für die Trump-Administration, der Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Definitiv. Also man weiß ja nicht, was er vorhat. Also das Wichtige, was man mit Trump verstehen muss, ist, dass man darf ihn nicht wörtlich verstehen. Also er hat ja versprochen, innerhalb von 24 Stunden den Krieg zu beenden. Und der Trump übertreibt halt gerne. Was man daraus lesen kann, es hat eine hohe Priorität für ihn und er glaubt daran, dass er das schnell regeln kann. Also ich glaube, er hatte sowohl mal gesagt, so ja, also wenn die Ukraine nicht spurt, sage ich jetzt mal, dann schicken wir halt nichts mehr. Und das würde, also könnte zumindest, wenn jetzt die EU oder irgendwer anders nicht diese komplette Position der USA übernimmt, sage ich jetzt mal, würde die EU der Ukraine so ein bisschen das Genick brechen, zumindest was ich jetzt von dem Konflikt verstehe. Und auf der anderen Seite sagt er, ja, wenn Russland nicht mitmacht, dann schicken wir ihnen so viel, wie sie noch nie hatten. Und die Russen werden platt gemacht. Ich glaube, das ist eine Interpretation von dem, was der Pompeo gesagt hat. Also ich glaube tatsächlich, dass er Trump noch gar keinen konkreten Plan hat, sondern dass er glaubt, er ist so kompetent und so ein guter Dealmaker, dass er da das irgendwie hinkriegt. Ja, das kann schon sein. Also ich kann mir auch sehr gut vorstellen. Also ich glaube auch nicht, dass er wirklich so viel schicken kann, dass Putin komplett platt gemacht wird. Kommt drauf an, was also, dass er das innerhalb von ein paar Monaten überrollt wird, das ist unausgeschlossen, aber dass der Ukraine so viel geschickt wird, dass die Russland den Krieg mittelfristig verlieren, das ist jetzt nicht so weit weg. Also Russland steht inzwischen vor erheblichen wirtschaftlichen Problemen. Die können den Krieg nicht unbegrenzt fortsetzen und es reicht für die Ukraine, wenn sie nicht allzu viel verlieren. Ich würde noch mal ein bisschen zurück zur Innenpolitik der USA gehen, und zwar über die Schulden. Und da hatte Trump zwar schon so ein paar Anmerkungen gemacht, ja, also wenn jetzt Corona nicht gewesen wäre, dann wären die Schulden runtergegangen. Aber also halt seine 2016 bis 2019 sind die Schulden halt nur gestiegen, ne? Und 2020 während Corona, seinem Corona-Jahr halt dann noch stärker. Ja, also ich glaube jetzt auch nicht, dass er da wirklich was machen wird. Und die Dinge, die er machen müsste, um das eben zu erreichen, hatte er eben schon gesagt, ja, das würde er nicht anpacken. Also zum Beispiel halt so Renten und Medicare und sowas. Und auch Militärausgaben etc. Also da will er alles nicht kürzen. Und das müsste er aber, wenn er das Ziel erreichen will, eben das Defizit abzubauen. Beziehungsweise die Schulden abzubauen. Tatsächlich einer der größten Punkte, wo er in der ersten Amtszeit enttäuscht hat, war ja, dass er versprochen hat, Medicaid zumindest zu reformieren, aber im Endeffekt ist nichts passiert in der Richtung. Der hatte einfach kein Konzept für. Was sich inzwischen geändert haben könnte, ist, dass er einfach versucht, von Milei sich das ein oder andere abzuschauen. Also wenn er irgendwo positiv überrascht, dann wahrscheinlich in der Hinsicht. Ja. Also wenn er tatsächlich Mast zum Deregulierungsbeauftragten macht oder mit Deregulierungsminister. Ja, da kann schon was rauskommen. Ne? Das kann man nicht vernachlässigen. Und man darf auch nicht übersehen, dass sich die Punkte Frieden und Inflation auch gegenseitig beeinflussen, weil die USA geben so viel fürs Militär aus, dass es den Haushalt stark beeinträchtigt. Und können wahrscheinlich nicht unbegrenzt auf dem Niveau weitermachen. Ist nicht mittlerweile die Zinszahlungen mittlerweile die größte Position? Müsste ich nachschauen, aber das ist wahrscheinlich überall so. Ja, also ich glaube, Zinszahlung ist die größte Position von allen, auch über Militär, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber es ist auf jeden Fall eine große Position. Aber also halt, wenn er halt wirklich ernsthaft in die Richtung was machen wollte, dann müsste er halt Dinge aus dem Budget schneiden, die halt absolut unbeliebt wären. Und dann eben auch noch, dass er seine Zölle machen will. Er hatte zwar gesagt, dass er halt dafür Einkommensteuer abschaffen will, aber auch dafür, also du kannst halt über Zölle nicht so viel bekommen wie über diese Einkommensteuer, und auch dann müsste er halt, wenn er das Ganze nicht mit mehr Schulden finanzieren will, müsste er halt irgendwas schneiden oder beziehungsweise müsste er halt irgendwas rauswerfen aus dem Budget, und das will er halt nicht machen. Also er hat halt man darf ihn da nicht wörtlich verstehen. Also man müsste es so interpretieren, er will Einkommensteuer senken und das gegenfinanzieren, indem er mehr Zölle erhebt. Also ich meine, das kann er ja machen, ne? Aber ist halt, okay, hatte ich auch schon so ein paar komplett absurde
Threads auf Twitter gesehen, warum das jetzt so super wäre, aber wäre es halt nicht einfach. Also. Ja, vor allem, das hat auch Auswirkungen, die sehr hässlich sind, weil wenn du die Zölle steigst, dann hat das jetzt nicht nur diese klassischen, die Effekte, die sie nach der klassischen orthodoxen Ökonomie hat, also das mit diesen komparativen Kostenvorteilen, dass die Produktion ineffizienter wird. Es hat auch einen längerfristigen Effekt, dass der Wettbewerbsintensivität geringer wird und deswegen auch die Innovationskraft nachlässt und es wahrscheinlicher wird, dass die das Unternehmen bzw. Branchen durch Lobbying mit mehr Regulierung den Wettbewerb noch weiter senken und die negativen Effekte von mehr Regulierung eintreten. Ich meine, teilweise ist es ja bereits verboten, ich glaube zum Beispiel so Babynahrung einzuführen, wenn ich mich jetzt nicht täusche, oder auch bei Insulin, glaube ich, oder zumindest ist es sehr schwer, das in die USA zu importieren. Und dann, wenn halt dann jetzt überall noch Zölle reinkommen, ne, dann hast du halt eben Industrien, die relativ ineffizient sind in den USA, die das dann halt produzieren und dann eben keine internationale Konkurrenz mehr haben, die eben effizienter ist, etc. Also ist jetzt nicht so dieser, ich sage jetzt mal, großartige Plan, der jetzt alle Probleme lösen wird. Nee, also da ist halt sicherlich der schwächste, das ist sicherlich sein schwächster Punkt. Und wenn man sich überlegt, dass wahrscheinlich bald eine Wirtschaftskrise ansteht, also es war ja bisher es wird eine Rezession erwartet, weil die Indikator von der Zinsinvention, also bei der Umkehrung der Zinskurve, danke, der Zinskurve ist angeschlagen und hat jetzt in den meisten Fällen, ich glaube sogar bisher immer, dazu zu einer Rezession geführt, die jetzt auch langsam eintreten musste. Und bisher, glaube ich, wurde das dadurch überdeckt, dass einfach der Staat seine Ausgaben erhöht hat und auch entsprechend viel für Beschäftigung gesorgt hat, damit vor der Wahl da nichts Böses passiert und Trump noch eindeutiger gewonnen hätte. Und das fällt jetzt natürlich weg. Und wie würde jetzt ein Trump auf sowas reagieren, dass jetzt eine Rezession droht? Es könnte natürlich passieren, dass er versucht, das mit noch mehr Protektionismus meint, dass man damit für Arbeitsplätze sorgen kann. Aber in Wirklichkeit die Situation natürlich deutlich verschlechtert. Das war auch ein Es gab ein historisches Vorbild für so eine Situation, das war eine Weltwirtschaftskrise. Da haben die USA versucht, mit Protektionismus Arbeitsplätze zu beschützen und im Endeffekt ist das Gegenteil passiert. Und dann hat man ja auch noch dazu, also er will ja dann, hat ja dann eben auch in seiner ersten Amtszeit war er ziemlich, dass die Fed jetzt die Zinsen senken soll und dass die Zinsen niedriger müssen, ne? Und das wäre dann natürlich auch eine Reaktion, einfach mit, ich sage jetzt mal, Gelddruckerei aus der Krise rauszukommen, wäre wahrscheinlich seine Reaktion, sage ich jetzt. Also wirtschaftspolitisch sind nicht, also auch wenn man immer wieder sieht, dass der halt so die Wirtschaft gut wäre, also halte ich jetzt nicht so viel von. Vielleicht wäre Harris auch nicht gut gewesen, aber Trump halt auch nicht. Also. Ja, aber anders. Also gut, die Harris, die hatte ja völlig wahnsinnige Ideen mit Preisschranken und so. Das wäre wahrscheinlich noch gravierender gewesen als das, was der Trump vorhat. Wobei wobei man auch da nicht weiß, ob sie das halt wirklich umgesetzt hätte oder ob das nur irgend so ein Wahlkampfding war. Gut, ist natürlich auch wahr. Aber ich denke, dass sie tatsächlich so tickt, dass sie meint, auf die Weise könnte sie was Positives bewirken. Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Aber also ich glaube, das sind halt ja eine ziemliche Puppe, die halt also ja das macht, was man ihr sagt. Naja, wobei ich glaube, sie hat tatsächlich mal selbst eine Gesetzgebungsinitiative eingebracht mit dem Ziel, Preisschranken einzuführen. Also es scheint, glaube ich, tatsächlich ein Teil von ihrer Agenda zu sein. Mhm. Sie, ja, hier muss man, ja, okay, wir werden es nie erfahren, ja. Aber wenn sie hohe Preise verbietet, dann kann sie auch direkt Mord verbieten. Ich finde, es sterben zu viele Menschen durch Mord, da muss man der Stadt mal was machen. Auf jeden Fall. Ja, Migrationsthema, was wahrscheinlich sehr weit oben auf der Agenda von Trump steht. Aber ich weiß gar nicht, was er da jetzt konkret für vorhat, außer alle zu deportieren. War der nicht bei dem Treffen da, bei dem Remigrationstreffen? In Berlin? Komisch, dass er nicht dabei war. Stimmt, hat eigentlich noch gefehlt. Ja, aber also ich glaube, sein Plan ist halt Leute, oder was er machen will,
sämtliche Illegalen halt schieben, letztendlich. Aber da muss ich mal ganz ehrlich sagen, also das ist die Quadratur des Kreises, ne, was er davor hat. Ich habe große Zweifel, dass der amerikanische Staat das hinbekommt. Ich glaube, da werden seine Wähler enttäuscht werden. Das ist, die Grenze ist zu groß, es sind zu viele Menschen, die sich in die USA bewegen. Der Erfüllungsaufwand von den Deportationen, die da geplant sind, ist astronomisch hoch. Ich habe da massive Zweifel, dass das klappt. Es scheitert ja schon allein daran, dass, also, ne, es sind halt Illegale, die sind halt nirgendwo gemeldet, wobei es in den USA, glaube ich, ohnehin keine zentralen Einwohnermeldeämter gibt. Die sind unfassbar schwer zu finden. Und die Grenze, die lässt sich quasi nicht komplett flächendeckend abwägen. Das geht nicht. Ja, also sie werden, also es wird umsetzungsmäßig schon eine enorme Herausforderung sein, die ja wahrscheinlich oder möglicherweise nicht bestehen wird. Und dann eben auch. Aber er hat natürlich, hat er eben den Senat und den Kongress. Das bedeutet, er kann so ziemlich das durchbringen, was er will. Ja, also. Ja, die Mauer ist gerade 3 Meter höher. Ja. Naja, was auch ein Faktor ist, den man nicht übersehen sollte, ist, dass die Biden-Administration, die war extrem wirtschaftsfeindlich. Also dadurch, dass sie dieses DI und Öko, im ESG auch, genau, dieses Themen gesetzt hat. Und das hat zum Beispiel dazu geführt, obwohl der Ölpreis relativ hoch war in den letzten Jahren, ist der Rig Count, also die Anzahl von neuen Bohrungen für Öl, stagniert. Und das ist vor allem auf die politische und administrative Entscheidung zurückzuführen zu gewesen, dass die da sehr stark, sehr blockiert haben. Und das ist einfach auch zu erwarten, dass dadurch, dass das jetzt eine andere Administration ist, die da bei dem Thema nicht so besetzt ist, dass sich da was verbessert. Nahe Osten wäre ja noch ein Thema. Also bisher war ja Trump sehr israelfreundlich, aber das könnte sich natürlich mit seiner Zielsetzung, ja, die Konflikte möglichst zu befrieden, beißen. Ja gut, ich weiß gar nicht, wie ist das denn? Ich glaube, diese Israel-Freundlichkeit von ihm war ja auch viel familiär getrieben. Ne? Also der hat ja, ich glaube, der Mann von seiner Tochter hat da, glaube ich, viel Agenda-Setting machen können in seiner ersten Amtszeit. Dieses ganze Familienthema von Trump hat im Wahlkampf interessanterweise überhaupt keine Rolle gespielt. Da bin ich mal gespannt, wie er sich da verhält. Aber ich habe die Vermutung, dass er erstmal den Israel-Kurs trotzdem beibehalten. Weil, er hat auch nicht unbegrenzten politischen Kredit. Und die Erwartungshaltung innerhalb der Republikanischen Partei ist, glaube ich, schon, dass da die Israel-Solidarität aufrechterhalten wird. Ja, also meine, die, okay, Israel und Iran sind noch im Kriegszustand. Kommt auch regelmäßig zu Waffengängen. Die Frage ist, wie intensiv wird das noch? Und was da immer ist natürlich, dass der Iran steht mittlerweile kurz vor der Bombe. Sie könnten es wahrscheinlich innerhalb von wenigen Wochen die Bombe bauen. Aber sie tun es nicht, weil das sofort zu einer Reaktion von den Israelis führen würde. Wenn jetzt aber die Israelis proaktiv versuchen, da irgendwas zu machen und wirklich jetzt den Iran ernsthaft bedrohen, dann würden die natürlich sofort anfangen, an der Bombe weiterzubauen. Das verhindert zurzeit noch, dass das dass zu richtig großen Schlagabtäuschen kommt. Aber das kann sich natürlich jederzeit ändern. Ja gut, also die Möglichkeiten, die Trump da hat, die sind aber auch tatsächlich relativ begrenzt, glaube ich. Also er kann halt maximal Israel weiter unterstützen, aber was jetzt seine Einflussfähigkeit auf den Iran und die Unterstützer des Irans angeht, sind, glaube ich, doch eher limitiert. Also er kann höchstens dem Iran weiter die Generäle wegbomben im Ausland. Wobei, ein Stück weit muss ich das relativieren. Der Iran ist ja, das ist ja jetzt nochmal rausgekommen, hatte schon sehr konkrete Pläne, Trump umzubringen. Mit irgendwie so einem Auftragskiller-Squad, was man auf ihn ansetzen wollte. Also scheinbar wird Trump im Iran schon als auf der einen Seite als Kandidat für eine Blutrache gesehen, wegen diesem Heft der Revolutionsgarden, den Trump hat wegbomben lassen. Aber ich glaube, er wird auch als Gefahr wahrgenommen. Trump-Attentate sind 2 von 2 gescheitert, also. Er hat einen Lauf, ne? Ja. Da passiert nichts. Es macht schon einen Unterschied. Also zum einen, die Israelis werden sich, wenn sie groß gegen Iran vorgehen, das auf jeden Fall den USA sich eine Art Veto haben.
Und das andere ist, die könnten das natürlich auch, wenn Israel losschlägt, das auch selbst unterstützen. Also mit B-2-Bombern. Das sind natürlich Fähigkeiten, die da bei so einem Schlag gebraucht würden. Ja gut, aber die israelischen Streitkräfte haben ja die F-35 Jäger von den Amerikanern bekommen. Und das war ja, glaube ich, einer der interessantesten Learnings, die man aus dem Angriff Israels auf die auf den Iran, den Luftangriff ziehen konnte, war, dass obwohl der Iran relativ moderne russische Luftabwehrmaterial eingekauft hat und aufgestellt und installiert hat, konnten die israelischen Flugzeuge nach Belieben tätig werden, ohne eigenen Verlust. Also scheinbar sind auch modernere russische Radare etc. nicht imstande, aktuelle moderne amerikanische Flugzeuge zu identifizieren und abzuschießen. Das ist zwar richtig, aber die Israelis haben dazu einen neuartigen Waffen eingesetzt und die jetzt da ihren ersten Einsatz überhaupt gesehen haben, und es ist unklar, wie viel die da noch im Arsenal haben. Also es kann gut sein, dass die USA da noch Schützenhilfe geben müssen, weil sie da aufgebraucht wurden. Aber nichtsdestotrotz dürfte der Iran damit nicht gerechnet haben, also glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ja, damit hat keiner gerechnet, dass die Israelis zu effektiv gegen ihn losschlagen. Also viele Leute sagen, da wurde Militärgeschichte geschrieben. Sources familiar with the matter says. Rom hat wieder gute Drähte ins Pentagon. Also Trump hat verschiedene Baustellen geerbt, die schon nicht unterkomplex sind, die sogar ziemlich große Auswirkungen haben können. Er ist natürlich mit großen Worten angetreten, aber ich glaube, für viele europäische Staaten ist tatsächlich der Ukraine-Konflikt der zentrale Dreh- und Angelpunkt. Der Israel-Konflikt ist dem, glaube ich, eher untergeordnet, und ich bin auch gespannt, wie er mit der EU umgeht. Also, dass Vance jetzt angekündigt hat, dass die Trump-Administration die Unterstützung der NATO an die Regulierung von Social Media wie X knüpfen könnte. Das fand ich doch sehr interessant. Das ist tatsächlich, glaube ich, schon, hat er schon im September gemacht, und es ist jetzt so ein bisschen resurfaced. Ah, okay. Das heißt, also, aber es ist immer noch eine Möglichkeit, dass die Amerikaner Europa ein zweites Mal befreien. Ja, also. Es wird wieder Zeit. So alle 70 Jahre muss das mal gemacht werden. Muss ja mal einer beim großen Besen durch. Ja, das ist schon ein interessanter Punkt. Also die Frage ist natürlich, das liegt in der Agenda von Trump, die militärische Unterstützung von Europa zurückzufahren. Und es kann natürlich sein, dass er da einfach nur einen willkommenen Anlass sieht, um das begründen zu können. Und ihm das eigentliche Thema gar nicht so wichtig ist. Oder ob das tatsächlich ernst gemeint ist, dass sie da ein Problem sehen, wenn die EU anfängt, hier eine große Zensureinrichtung aufzustellen. Die NATO ist mal als Wertegemeinschaft gestartet. Vielleicht erinnert man sich. Ja, dann haben wir so Staaten wie die Türkei da drin. Die repräsentieren unsere Werte besonders gut, die Türkei. Unter welchem Präsidenten ist die Türkei eingetreten? 1952. Da war die Türkei, glaube ich, noch etwas westlicher orientiert. Ja, stimmt natürlich, aber naja. Ob man Leute rausschmeißen können, wäre auch mal was. Ja, das ist halt schlecht, weil sowas nur kaum geht. Ja, also ich glaube tatsächlich, dass sich Trump am Ukraine-Thema verhebt, weil er unterschätzt, wie sehr Putin da darauf angewiesen ist, die Ukraine wieder in die eigene Einflusssphäre zu ziehen. Also das heißt, in dem Fall wirklich ein Regime-Change zu erzwingen. Und das ist ein Ziel, das wird Putin nicht ohne weiteres aufgeben. Weil, also ich könnte mir auch vorstellen, dass Trump einfach irgendwann sagen würde, ja, dieses Ukraine-Ding ist mir jetzt scheißegal. Soll Putin doch machen, also ist mir doch egal. Naja, dann geht er als der Präsident in die Geschichte ein, der die Ukraine den Russen verkauft hat. Ich glaube, das würde er auf jeden Fall vermeiden wollen. Und wobei es natürlich sein kann, dass das eine Drohung ist an die Ukraine, um die zu Kompromissen zu zwingen. Aber ich glaube nicht, dass das seine bevorzugte Option ist. Also ich meine, es gibt ja auch im Republikanerlager gibt es ja auch so Stimmen, die jetzt sagen, so ja, kein Geld mehr an die Ukraine, so etc.
brauchen wir hier drin und so weiter. So ist es halt die Frage, wie sich das jetzt eben in den nächsten 4 Jahren so entwickelt, ob diese Stimmen eben größer, stärker oder schwächer werden. Und ich denke, je nachdem, also wenn diese Stimmen eben sehr stark werden, kann ich mir schon vorstellen, dass Trump diesen Weg gehen wird und sagt einfach so, ja, okay, den Ukrainern geben wir nichts mehr. Ja, die Frage ist natürlich, der Fraktionszwang in den USA ist natürlich nicht so annähernd so stark ausgeprägt wie bei uns. Und momentan scheint ja die Unterstützung für die Ukraine eine überparteiliche Mehrheit zu haben. Also ich glaube, Stand jetzt könnte der Trump das nicht einfach selbst durchziehen, dass er die Ukraine fallen lässt. Wie sich es weiterentwickelt, wenn jetzt sich herausstellt, dass man die Ukraine wahrscheinlich stärker unterstützen muss als bisher, damit sie die Front halten können, was sehr wahrscheinlich ist, dann kann sich das natürlich nochmal ändern. Und das andere ist natürlich, theoretisch könnten es die Europäer und andere Staaten noch auffangen, wenn sich die USA daraus zurückziehen, aber das ist politisch nicht sehr wahrscheinlich. Also insgesamt würde ich sagen, es wird im Ukraine-Krieg erstmal weiter gewurschtelt. Olaf Scholz regelt das. Der macht das jetzt. Olaf Scholz wird die neue Führungsfigur des freien Westens, der die Feinde des Westens die Stirn bietet und ihnen Angst einjagt. Stammokap Olaf freut sich über den freien Westen. Ja, die Schuldenbremse, ne? Ich sag's dir, ohne die Schuldenbremse stünden wir schon in Moskau. Ja, auf jeden Fall. Das ist so. Das ist so. Daran ist ja auch Hitler gescheitert, an der Schuldenbremse. Der Zweite Weltkrieg wäre anders ausgegangen, hätte man die EZB einfach Geld drucken lassen. Willst du damit sagen, dass die Schuldenbremse antifaschistisch ist? Zu dem Schluss könnte man geraten, ja. Dass es antifaschistisch ist, wenn man den Staat nicht unbegrenzt Geld drucken lässt. Ja, okay, da ist was dran. Ich denke, wir haben jetzt relativ viele Themengebiete angebracht. Ich denke, könnten dann auch zum Schluss kommen, oder? Oder habt ihr noch irgendwas? Ja, noch ein Fazit aus dem letzten Punkt. Also wir erwarten insgesamt nicht viel von Trump, außer natürlich der wichtigste Punkt, Free Ulrich Boss. Das hat er den Libertären versprochen und ich hoffe sehr, dass er das auch einhält. Der Staat hat in dem Fall wirklich ein völlig überzogenes Exempel statuiert. Die größten Justizskandale der letzten 20 Jahre. Ja. Also der Mann hat es absolut verdient, wieder vorbeizukommen. Genau, das ist die einzige Erwartungshaltung, die Libertäre an Trumps Rechten. Ansonsten Achselzucken, es geht weiter wie bisher. Und genau. Mehr der Staat wird größer, die Menschen werden ärmer, die Gesellschaft wird gespaltener. Ja. Und in 4 Jahren wird dann aber der Richtige gewählt und dann kommt alles wieder in Ordnung, ganz sicher. Also außenpolitisch war es US-Außenpolitik beigetragen hat, zum Beispiel dadurch, dass er das aus Afghanistan den Rückzug beschlossen hat. Aber sowas ist jetzt Abzüge in der B-Note, aber ja, also die Ausführung war jetzt nicht optimal vorbereitet. aber da war bestimmt der böse Biden dran schuld. Der hat das nicht auf der Reihe bekommen. Das hat mit Trump nichts zu tun gehabt. Ja, das hat mit Trump gar nichts zu tun, ja. aber so wie es jetzt die geopolitische Position ist, ist jetzt nicht damit zu erwarten, dass er das wiederholen wird. Einfach die Konflikte anders geartet sind. Wäre natürlich positiv, wenn er da überrascht. Genau. Dann danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Servus. Ciao, ciao.